Erste Meldungen kamen von der Flugsicherung des Flughafens Seattle-Tacoma. Nun erhalten wir Radartreffer von Portland International. Sie sind also auf dem Weg nach Süden. Vermutlich wegen des Wetters. Wahrscheinlich. Sie wandern ab. Aber wir sind besorgt. Was ist, wenn eines dieser Tiere beschließt, mit einem Verkehrsflugzeug Angsthase zu spielen? Die moderne und die prähistorische Welt befinden sich auf Kollisionskurs. Und damit herzlich willkommen zum vierten Part von der Jurassic World Evolution 2 Kampagne. Wenn Owen und Lambert das hinkriegen, wovon sie gesprochen haben, werden wir Anlagen für die Flugsaurier brauchen. Beginnen wir mit einigen Aviariumkuppeln und einer Brutstätte. Oh, wir brauchen auch ein Expeditionszentrum. Und wie du gehört hast, haben wir nicht viel Zeit. Na, ich bin schon dabei. Aviarium kennen wir auch schon, haben wir auch schon einiges zu gesehen, wie das Ganze funktioniert. Das ist wohl das erste Level, wo wir uns dann ein bisschen mehr mit den fliegenden Reptilien beschäftigen. Freue ich mich schon drauf. So, Expeditionszentrum haben wir. Dann brauchen wir als nächstes das Aviarium. Das haben wir noch gar nicht erforscht. Dann müssen wir da wohl als allererstes mal forschen. Ja, der Sani kann das schon alleine erforschen. Aviarium, Brutstätte brauchen wir wahrscheinlich dann auch noch. Gehe ich von aus. Oder ist die da mit drin? Aber das werden wir gleich sehen. Wir lassen sie jetzt erstmal weiterlaufen. Ich lasse erstmal jetzt die Forschung durchlaufen und dann gucken wir mal. Das ist übrigens wieder eine wunderschöne Map. Sieht auch wieder echt toll aus. Aber das Spiel sieht allgemein echt schön aus. Bin ich sehr zufrieden mit. Guckt euch das mal an. Oh, da ist auch noch ein See. Richtig schön. Können auch mal die Größe einmal angucken. Oh, es geht. Ist auch relativ okay. Ich habe es mir aber alles ein bisschen größer vorgestellt, muss ich sagen. Vielleicht wird es im Sandbox-Modus dann noch ein bisschen größer sein. Aber es ist auch immer schwer einzuschätzen, tatsächlich, von oben. Das Ding ist fertig soweit. Das heißt, wir können die jetzt bauen. Oha, okay, die ist riesig. Warum gehört die denn? Ah, das können wir selber, glaube ich, gestalten, ne? Deswegen ist es relativ egal. Ich platziere die mal hier hin und mach mal direkt 3 Stück. Machen wir mal so. Die Form kann man ja so ein bisschen selber anpassen. Habt ihr ja gerade gesehen, da sind dann so Einrastpunkte. Und dann wird das alles verbunden. Ich spule schon mal vor ein bisschen, weil es dauert, glaube ich, bis sowas errichtet wird. Das sieht ja cool aus. Kann ich jetzt einfach hier einen Eingang bauen? Oder wie funktioniert das? Muss wahrscheinlich darauf klicken, ne? Aviarienbrutstätte. Ach da. Ah. Sieh mal eine an. Und das ist dann wahrscheinlich auch das Verbindungsstück, ne? Diese Brutstätte. Ja, da ist dann auch der Weg. Connecten wir das Ganze mal. Wir sind hier fertig. Wir können jetzt Expeditionen zum Fernfang aussenden. Diese Tiere können in der Luft weite Strecken zurücklegen. Beeilen wir uns. Na dann mal okay, los. Alles klar. Auf in gefährliche Höhen. Los geht's. Oakland, Vorfallalarm, 5 Pteranodon. Da gehen wir hin. Da kümmert sich nochmal. Anisani ist schon voll gestresst. Nehmen wir mal Newland. Kümmert der sich darum? 54 Sekunden. Wir haben Flugsaurier, bereit zum Liefern. Das Transportteam soll sie zur Aviarium-Brutstätte bringen. Dann entlassen wir sie in die Kuppeln. Und entlassen heißt kontrollieren. Ja, in eine kontrollierte Umgebung und unter unserer Aufsicht und Pflege. Exzellent. Die Lieferung von Aktivposten an den anderen Standort ist im Zeitplan. Ah, schon fertig. So schnell geht's. 5 Stück gefangen. Keiner ist entkommen. So muss es sein. Und dann können die auch hier direkt rein. Damit kommen unsere ersten Flugsaurier an. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit der Bepflanzung und so ist bei denen. Das werden wir gleich herausfinden, denke ich, wenn sie drin sind. Ich mache jetzt erstmal hier so ein paar
Büsche und Bäume rein. Es ist aber auf jeden Fall cool, dass man hier wirklich alles innen drin selber gestalten kann. Gefällt mir sehr gut. Oh, da sind sie schon. Aha. Da flattern sie. Ach, sehr schnell. Ach, wir sind noch auf Vorspulen. Ups. Ich wollte gerade sagen, ey, so schnell. Ja, die Pteranodons haben sich auf jeden Fall optisch geändert ein wenig. Also zum ersten Teil jetzt. Finde ich aber gut. Sehen jetzt mehr aus wie im Film. Wow, wie schön das aussieht. Mit der Sonne im Hintergrund. Das ist echt toll. Die landen da auch ganz normal. Ich weiß jetzt nicht, was dieses rote Symbol bedeutet. Kein Ranger-Team zugewiesen. Ah, okay. Das muss ich logischerweise machen, weil die müssen ja auch Scans und so durchführen. Ich glaube, das machen die da mit dieser Drohne, die wir schon mal gesehen hatten. Also brauchen wir auf jeden Fall noch so ein Gebäude mit Jeep und Helikopter. So ein Unterstützergebäude, so hieß das, ne? Unterstützungsanlage, genau. Oh, die werden sogar da jetzt freigelassen. Ach, die hängen da sogar dran. Oha. Wie die da rumwackeln. Und dann werden die da oben reingesetzt. Oh, das ist ja richtig gut gemacht. Voll realistisch. Kommen da dann rein und dann werden sie freigelassen. Das finde ich mega cool. Sieht aus, als bekämen wir die Dinge unter Kontrolle. Ich könnte sagen, berühmte letzte Worte. Aber das hätte in den vergangenen Jahren schon oft gepasst. Also bleibe ich lieber bei vorhersehbare letzte Worte. Oh, er landet. Dr. Malcolm, warum kontaktieren Sie uns? Aus dem immer gleichen Grund. Die Saurier. Und mein zwanghaftes Bedürfnis, den Autounfall mitzuerleben. Es ist gut, wieder von Ihnen zu hören, Dr. Malcolm. Ah, Dr. Dua. Wenn ich das richtig verstanden habe, stehen Sie für den Intelligenzteil in CIA. Wir tun, was wir können. Ja. Mal trinken kann er auch. Ja. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen, weil es so dunkel ist. Aber es sieht auch echt schön aus mit dem Mondlicht, so durch den Käfig. Interessante Zeiten. Und ich meine Zeiten, in denen die Saurier leben. Also unsere. Sollten sie hier sein? Nein. Sind sie es? Ja. Also sollten sie... Ach, sorry, wenn die Kamera hier ab und zu abschwackt. Liegt, glaube ich, daran, dass mir die Dinos durch die Kamera fliegen. Beziehungsweise nicht die Dinos, sondern die Pteranodons. Oh ja, natürlich. Ja, ja. Und darum habe ich jemanden mitgebracht, der in dieser Hinsicht etwas Licht ins Dunkel bringen kann. Mr. Isaac Clement, ein Spezialist für das Spektakuläre. Sie sollten bald von ihm hören. Diese Saurier benötigen Futterstationen, um gesund zu bleiben. Bleib am Ball. Wie kann ich denn jetzt hier so... Oh, ich kann sogar das ganze Gebäude bewegen. Oha. Hey, ich bin Isaac. Ach so, nur das. Dr. Malcolm dürfte mich angekündigt haben. Wir haben einige spezielle Anforderungen, einschließlich Rangerposten und Team, um die Tiere in den Aviarien zu beobachten. Eine Beobachtungsgalerie ist auch auf unserer Liste. Und damit auf deiner. Wie komme ich denn da hin zu der Beobachtungsgalerie? Wie checke ich das nicht so ganz? Oh, da fliegt die Drohne. Mach mal Pause, dann können wir uns die mal angucken. Sorry, wenn ich hier gerade so überfordert bin. Das ist alles neu und es ist natürlich mitten in der Nacht. Also man sieht kaum was. Wie geht's denen denn überhaupt? Okay, kümmern wir uns erstmal darum, dass es den Pteranodons gut geht. Wir müssen das ganz langsam und ruhig angehen. Wir brauchen noch mehr Wasser, noch ein bisschen mehr Fels. Fisch haben sie genug. Na gut, dann klären wir das mal. Weil das ist das Wichtigste. Sonst machen die Faxen, brechen aus... Und dann haben wir wieder noch mehr Probleme, wenn wir uns darum jetzt nicht kümmern. Ich glaube, die können auch auf den Felsen landen, wenn mich nicht alles täuscht.
Sind das irgendwie andere Felsen als beim letzten Mal? Das Gefühl, die Formen haben sich geändert. Ich kann mir vorstellen, dass die von Insel zu Insel vielleicht ein bisschen variieren, die Felsen. Von der... Weil wir hatten das sonst immer so einen länglichen, nicht so einen großen hier. Sieht aber alles sehr cool aus. Oh, jetzt fressen sie sogar zu zweit. Das ist so cool. Ja, Bedürfnisse sind 100%. So soll es sein. Und jetzt können wir uns endlich mit dieser Beobachtungsgalerie beschäftigen. Ich habe sie gefunden. Die ist nämlich ganz normal hier. Macht ja auch Sinn, dass die hier angeordnet ist. Die kann ich jetzt hier mit reinpacken, so wie es aussieht. Ich mache mal zwei Stück direkt. Das ist eigentlich ganz gut. Alles ein bisschen schräg platziert, aber ja, müssen wir jetzt mit klarkommen. Macht ja nichts. Das ist dann so. Gerade wäre natürlich schöner, aber... Aber fürs erste Mal ist das schon ganz okay, denke ich. Wir spulen mal vor. Vielleicht wird es dann auch gleich ein bisschen heller. Das wäre ganz schön. Haben wir hier Schutzräume auch noch. Das wäre nicht verkehrt, ne? Wenn die mal ausbüchsen, dass wir das schon mal vorgesorgt haben. Das müsste ich auch hier in die Ansicht gehen können, oder? Ja, kann ich. Bin jetzt hinter der Glasscheibe hier. Dann kann die Pteranodons beobachten. Ich könnte sogar beim Fische fressen angucken. Hey Claire, ich habe nachgedacht. Wenn du denkst, macht mich das nervös. Nein, nein, ernsthaft. Warum die Flugsaurier? Okay. Worauf willst du hinaus? Dr. Malcolm kontaktiert Dr. Dur von wo auch immer, wenn die Flugsaurier zum Problem werden. Warum? Weil sie eine besondere Gefahr sind und er besorgt ist? Ja, vielleicht. Vielleicht deshalb. Lass uns nichts überstürzen. Jetzt sollten wir erst einmal sicherstellen, dass die Zufriedenheitsstufe der Flugsaurier hoch ist. Das sind nachweisbare Daten. Vergiss die Verschwörungstheorien. Hallo, wir jagen prähistorische Tiere, Claire. Die Realität ist nicht mehr, was sie mal war. Die Geräusche sind auch cool, wenn die so rumflattern. Wie schön das immer alles aussieht, wenn die Sonnenstrahlen hier so reinleuchten. Tschüss, Drohne. Die hätte auch ihre eigene Luke. Da oben kommen die Saurier raus und hier kommt die Drohne raus. Und die scheinen hier auch sehr gerne auf diesen Beobachtungsgalerien zu sitzen. Ist natürlich perfekt für die Besucher, ne? Die haben da eine richtig coole Sicht. Ein cooles Erlebnis. So, Mission ist fast abgeschlossen. Mit dem Komfort. Das haben wir sogar schon vorher gemacht. Sie hatten recht, Dr. Malcolm. Das ist meistens so. Die Anlage funktioniert wie erwartet. Wir verfügen über genügend Aktivposten, um schon bald weiterzumachen. Im Moment löschen wir nur Buschbrände, aber das ist ein Inferno, das die ganze Welt verschlingen könnte. Zur Kenntnis genommen. Wir sollten uns auf diesen Standort konzentrieren. Es geht um hohes Wohlbefinden und Sichtbarkeit für die Tiere. Und natürlich um die Sicherheit des Personals. Die Koexistenz mit den Sauriern ist ein Lernprozess. Wir sind auf einem guten Weg. Und wenn es nicht klappt, was dann? Dann haben wir aus der Arroganz eine Apokalypse geschaffen. Die Menschheit gegen die Saurier. Und ehrlich gesagt bin ich nicht sicher, wer den Sieg verdient hat. Na, dann versuchen wir mal, die Sichtbarkeit möglichst hoch zu bekommen in dem Aviarium. Wenn wir ganz hoch hinaus wollen, sollten sogar gerade schlechter geworden. Flugreptilien nehmen. Oha. Und mehr Flugreptilien in den Aviarien haben. Alles Gute kommt von oben, oder? Aber wir brauchen wahrscheinlich einfach mehr Tiere, um diese Mission zu schaffen, so wie es aussieht. Weil das hier hat jetzt nur das Ganze ein bisschen erhöht. Das heißt, ich muss vermutlich hier nochmal auf die Expeditionskarte. Oh, da gibt es noch andere. Pteranodon, Dimorphodon, Tropiognathus.
Wir sollten vielleicht erstmal rausfinden, mit was die so klarkommen, die Pteranodons. Was die mögen, was nicht. Mag keine anderen Spezies. Das ist natürlich schlecht. Das ist sehr schlecht. Das heißt, wir müssen nochmal ein weiteres Aviarium bauen. Aber dann ist das so. Da habe ich absolut nichts dagegen. Geldtechnisch geht's auch noch. Also ist alles okay. Alles noch im grünen Bereich. Wir könnten ja für den Dimorphodon ein etwas kleineres Aviarium oder so bauen. Einfach hier so hin. Finde ich gar nicht schlecht. Dann nochmal das Gebäude. Und Beobachtungsgalerien, zwei Stück. Und dann, während das gebaut wird, schicken wir mal kurz unser Team los, um 6 Dimorphodon einzufangen. Das kann... Ah, der ist auch schon so gestresst. Der kann noch einmal. Dann macht der das. Mal gucken, wie viele davon gefangen werden. Ich denke, nicht alle 6. Das ist schon ziemlich viel. Mein Guess sind 4 von 6. Der Rest, der kann entkommen. Vielleicht haben wir auch mehr Glück. Wer weiß. Die ist so richtig schön hell, die Karte, wenn es Tag ist. Weiß ich, baue hier teilweise schon wieder sehr komisch. Aber irgendwie sieht es auch cool aus, so mit den Wegformen. Irgendwie hat das was. Und dann dieser coole See im Hintergrund. Ranger-Team brauchen wir ja auch nochmal. Das kriegen wir aber hin. Dann werden hier auch beide Sachen überwacht. Können auch jetzt schon mal, während die Tour noch unterwegs ist, das Aviarium ein wenig gestalten. Also Standardkram werden die auf jeden Fall brauchen, wie Wasser und so. Ich schätze aber, die Morphodon zum Beispiel braucht nicht so viel Wasser wie ein Pteranodon. Also das könnte schon reichen. Pflanzungstechnisch habe ich auch keine Ahnung, was so Flugsaurier brauchen. Die können ja vielleicht auch auf den Bäumen landen oder sowas. Habe ich zwar jetzt gerade noch nicht beobachten können, aber kann ja sein. Vielleicht finden wir das ja noch heraus. Oh, die fressen alle Fisch, oder? Dann muss ich hier sogar was breiter bauen. Macht das überhaupt hier hin? Okay. Das scheint zu funktionieren. Das heißt, hier können wir dann... Ja, so. Und dann können wir es nochmal ein bisschen anpassen. Weil es sieht jetzt ja gerade nicht so schön aus. Das fand ich eigentlich ganz okay. Ja, so können wir es lassen. Da müssen wir nur noch die Bäume nochmal ein bisschen an den Rand machen. Ein bisschen mehr. Ja, wenn da mal eine Tanne im Wasser steht, macht das gar nichts. Felsen noch ein paar. Sehr schön, dann haben wir das Aviarium schon mal gestaltet von innen. Und unsere Suche ist fast perfekt fertig. Läuft hier heute schon wieder viel zu gut. Es geht auch alles so gut von der Hand, das Spiel. Ah, 5 von 6. Fast richtig getippt. Aber das ist auch keine schlechte Ausbeute. Let's go. Produkttransport wird durchgeführt. Hier darf es hinein. Dann würde ich sagen, spulen wir mal eben vor, bis das alles passiert ist. Können die alle rumwabbeln? Produkttransport beendet. Vielleicht vertragen sich ja die Dimorphodon mit anderen. Das könnten wir auch gleich mal gucken. Da haben wir sie auf jeden Fall. Nee, nicht so schnell. Ist gar nicht so einfach, die anzuklicken. Schön im Gleitflug. Der sieht auch sehr cool aus. Ist leider gerade im Schatten. Sieht voll hochnäsig gerade aus. Der hat den Kopf so weit oben. Der ganz hohe Adel ist im Park angekommen. Auch die landen hier. Aber das ist cool, ne? Die kann man dann voll gut sehen. Von da drin. Oh, der braucht Sand. Sand müssen wir den gleich noch geben. Und dann müssen wir gleich mal gucken,
mag keine anderen Spezies. Ja, perfekt. Das heißt, wir müssen für jede Flugspezies hier eine eigene Koppel bauen, oder was? Oh, der frisst da gerade. Das will ich nicht verpassen. So, das mache ich sogar mal in der Ansicht, dann können wir es sogar noch besser sehen. Na, guck mal. Das snaggen sie zu zweit. Cool, die Flügel aussehen. Das sind so richtige Adern zu sehen im Licht. Machen wir nochmal eben Sand rein und dann müssen wir direkt schon das nächste Aviarium bauen, so wie es aussieht. Komm mal her, du Kleiner. Perfekt, 100%. Damit sind auch die Morphodons glücklich. Reicht aber immer noch nicht aus. Das heißt, jetzt kommt die dritte Kuppel. Da würde ich auch schon wieder... Ach, wir machen sogar Plus, also alles entspannt. Dann können wir wieder so eine Dreierkuppel fast bauen. Oder wir machen nochmal eine andere Form. Es gibt da ja wirklich verschiedene Formen, die man bauen kann. Warte mal. Das ist jetzt aber doof. Hä? Ist das jetzt abgerissen? Ja. Rückgängig gibt es ja auch nicht, oder? Bei JBE. Das ist noch das, was fehlt. Hoffentlich kommt das noch. So ein schönes Rückgängig-Tool, das wäre nicht schlecht. Ich will aber jetzt eigentlich die Koppel so in diese Richtung machen. Ach, dann machen wir es halt so. Ich wollte nämlich mal sowas Längliches bauen. Ist auch mal interessant. Wo man das jetzt ranconnecten kann, das habe ich noch nicht so ganz verstanden, muss ich sagen. Irgendwann checken wir das mit Sicherheit. Ja, dann connecten wir auch hier das Ganze einmal. Niedrige Gesundheit, why? What is happening? Da müssen wir uns gleich mal eben drum kümmern, wenn ich die Wege hier fertig habe. Wer hat denn niedrige Gesundheit? Warum bist du schlecht drauf? Hä? Was hat der? Dann geht's perfekt. Der Stuck? Nee, was stimmt hier nicht? Das Gefühl, der Stuck in der Luft? Wir müssen bedenken, das ist halt eine Vorab-Version. Ich glaube, der ist verbuggt. Ich glaube, der ist einfach Stuck. Wie kann ich denn jetzt was dagegen tun? Das ist die Frage. Betäubt den jetzt mal und dann müssen wir mal gucken. Weil irgendwas scheint mit dem nicht zu stimmen. Aber das kriegen wir schon wieder hin. Funktioniert denn das überhaupt mit dem Betäuben? Schießt er durch den Käfig? Ach, die Drohne schießt. Oh. Der prallt einfach so auf den Boden. Das ist ja auch mal interessant. Dann haben wir das wenigstens kennengelernt. Und ich glaube, dann können wir einfach... Selbes Aviarium. Geht nicht, oder was? Ja, dann lagern wir den mal ganz kurz hier zwischen. Dann können wir sogar mal ausprobieren, was passiert, wenn man den mit anderen Flugsauriern mischt. Machen wir uns das doch zunutze. Ist doch eine ganz coole Idee. Aber dann holen wir jetzt erstmal noch andere ran. Wir haben hier nämlich noch... Wir könnten noch weitere Pteranodons holen, aber ich will natürlich den Tropiognathus haben. Wir wollen so viele Spezies wie möglich sehen. Aber einmal könnt ihr noch. Danach muss ich ausgeruht werden. Darf ich auch auf keinen Fall vergessen. Gestalte das hier auch nochmal eben schnell fertig. Jetzt der nächste auch hier. Oh nein. Der ist auch stuck. What is happening? Ich glaube, meine Vorab-Version ist irgendwie ein bisschen verbuggt. Das ist ja doof.
bringen wir den auch rüber. Zur Not siedle ich halt alle um, ist gar kein Problem. Wenn das Aviarium, was ich da gebaut habe, irgendwie nicht funktioniert. Müssen wir mal schauen. Ich mache jetzt nochmal ein bisschen Felsen hier rein. Das kriegen wir schon alles hin. Toter Saurier. Er ist schon gestorben. Oh nein. Gib mir 2 Minuten. Ich muss mal kurz überlegen, was hier los ist. Der ist einfach... Saurier können durch Hunger, Dehydration, Kämpfe, Jagd, Krankheit, Altersschwäche sterben. Unser erster toter Dinosaurier in Jurassic World Evolution 2. RIP. Zum Glück hat er keinen Namen. Aber ey, ich kann nie so viel dafür. Das ist, es passiert. Aber ich vergesse immer, dass man hier raufklicken muss. Einverstanden. Ja, doof. Kommt jetzt auch die Drohne und sammelt den ein, oder wie läuft das? Das ist ja voll interessant. Tatsächlich, die hat wirklich so ein Gespann dabei, um den einzusammeln. Wie realistisch das gemacht ist. Das ist richtig gut. Und jetzt fliegt er den da oben rein. Und dann wird er abgeholt. Ne, er fliegt unten sogar rein. In das kleine Loch. Wie das aussieht. Ey, voll gut gemacht. Also wirklich. Aber wir müssen uns jetzt auch noch um den hier kümmern. Das gibt's ja nicht. Ich hoffe, der überlebt. Komm mal hier rüber. Ich glaube, ich will alle umsiedeln. Und dann versuchen wir es mal mit dem Tropeognathus in diesem Gehege. Keine Ahnung, vielleicht liegt es halt wirklich an dem Aviarium, was ich hier platziert habe. Kann ich mir gut vorstellen. Dann bringe ich die mir eben alle rüber und dann platzieren wir hier den Tropeognathus drin. Die werden hier auch gerade nach und nach angeliefert. Der ist ja mega cool. Der Skin sieht auch richtig cool aus. Ich hoffe, die kommen besser in diesem Aviarium klar, weil irgendwie scheint das nicht so gut zu funktionieren. Zumindest liebt Pteranodons nicht. Die Morphodons machen bis jetzt keine Probleme. Oh, sehr schön. Jetzt sind wir bei 1705. 1800. Wir haben es geschafft. Ich will nochmal schnell hier den Spaß auf. Okay, der Komfort muss noch. Das haben wir noch gar nicht geguckt hier beim Tropiognathus. Ich würde den auch gerne beim Fischefang nochmal beobachten. Vielleicht geht der jetzt dahin. Was macht der denn? Der fliegt ja komisch. So. Der hieß ja alles perfekt. Das ist ja übel gut. Der mag auch keine anderen Spezies. Aber man kann die ja trotzdem zusammenpacken. Ach, da steht ja geteilt mit. Man kann den mit Pteranodon zusammenpacken. Oh, ich hab doof geguckt. Der mag den Tapiara nicht. Okay. Dann müssen wir das nochmal in Ruhe angucken irgendwann. Jetzt habe ich das Essen verpasst. Ach nee. Wie doof. Ich spüre jetzt vor, bis der kommt. Kommt bestimmt jetzt. Ja. Da ist er. Also bis jetzt der Tropiognathus mein Favorit von den Flugsauriern. Die sehen mega aus. Sehr schön. Ja, dir geht's auch gut. 10 Sekunden noch. Spulen wir mal schnell vor. Dann haben wir die nächste Mission auch vollbracht. Und Mission abgeschlossen. Wie, das war's schon?
Das war aber jetzt ein sehr, sehr kurzes Level. Selbst künstliche, geplante und verwaltete Schönheit hat ihre Reize. Doch die Asymmetrie der Natur spricht die Sinne an. Ihre rauen Kanten, ihre Fehler. Ein Baum, der fehl am Platz ist und doch genau dort, wo er sein soll. Genau wie die Saurier. Entschuldigung, Dr. Malcolm. Es gibt Berichte über eine große Herde von freilaufenden Tieren im Yosemite Park. Wie gesagt, Chaos. Ist es nicht wunderbar? Oh krass, das war's halt wirklich schon. Dann war diese Mission einfach mal ein bisschen kürzer, aber dafür war ja die letzte umso länger. Deswegen gleicht sich es eigentlich ganz gut aus. Hat aber trotzdem richtig Spaß gemacht. Wir konnten einiges mit den Flugsauriern ausprobieren. Falls euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag und schaltet morgen wieder ein, wenn es weitergeht mit der JWE 2 Kampagne.